Tavernengeschichten, Münzen und Mumien. Ein Stonehell-Abenteuer. Kapitel 1. Die Fahrt nach Stonehell. Die Dunkelheit lag wie ein undurchdringlicher Schleier über dem Regen, der unerbittlich auf das Dach des Drydock Inn prasselte. Sehnsüchtig beobachtete die Wirtin, wie Oriana und der dürre Zauberer sich auf den Weg nach Süden machten, um ihre geheimnisvollen Besorgungen zu erledigen. Auf ihren Schultern lastete die Last der Schulden, die sie abzutragen hatte, während ihre Freunde in ein neues Abenteuer aufbrachen. Das gemütliche Licht in der Taverne erlosch, als die beiden Gestalten über die Schwelle in die stürmische Nacht traten. Die Wirtin seufzte, spürte aber sofort die tröstende Gegenwart von Dornax, der seit 2 Monaten ein fester Bestandteil ihres Lebens war. Er hatte nicht nur geholfen, die Taverne auf Vordermann zu bringen, sondern sich auch als Köhler betätigt, Holz gehackt und gefischt, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Die Regentropfen prasselten an die Fensterscheiben, während Dornax die Wirtin um das Kaminfeuer versammelte. »Ich habe einen Wunsch, meine Liebe«, sagte er mit einem verschmitzten Lächeln. »Ich möchte, dass du unsere Geschichte aufschreibst, die Geschichte von Oriana und mir, die wir uns aufgemacht haben, das Unbekannte zu erforschen. Ich bin in der Kunst des Schreibens nicht so bewandert wie du.« Die Wirtin willigte bereitwillig ein, denn trotz eines leichten Neides wusste sie, dass wahre Freundschaft auch bedeutet, die Träume des anderen zu unterstützen. Mit einem Nicken begann sie, die Feder über das Pergament gleiten zu lassen, um die Ereignisse festzuhalten. Die Reise nach Stonehell begann in der Dunkelheit eines regnerischen Abends. Die feuchte Luft hüllte die kleine Gruppe ein, die aus Fadi, Götz, Frederick, Ophelia, der Druidin Sandra und Shadow bestand. Die Wirtin fühlte sich ein wenig unwohl in ihrer Rolle als Abenteurerin, hatte sie sich doch gerade erst von den Strapazen des letzten Kampfes erholt. Normalerweise genoss sie es, unterwegs zu sein, aber an diesem Tag vermisste sie die Gesellschaft ihrer guten Freundin ganz besonders. Die Höhlen von Stonehell empfingen die Gruppe mit einer geheimnisvollen Atmosphäre. Ein Ungeheuer, halb Mumie, halb seltsam gekleidet, und der Bruder des Knochenwesens versuchten, den Weg zu versperren. Doch die Wirtin, mit Weihwasser bewaffnet, schlug sie zurück. Ein feuriger Zwischenfall ließ Götz etwas mehr brennen als beabsichtigt, aber er nahm es mit Humor. Ein Ghul lauerte in den dunklen Ecken und lähmte Götz, doch die Gruppe agierte geschickt und besiegte das Monster. Die Reise führte tiefer in die Höhlen, wo schwingende Äxte ihre Gefährlichkeit unter Beweis stellten. 2 Verletzte, aber nichts, was die Abenteurer nicht überwinden konnten. Eine neue Treppe öffnete sich und die Gruppe stieg in unbekannte Tiefen hinab. Schließlich erreichten sie einen Raum mit schwarzem Wasser und einer wackeligen Brücke. Hier spürte die Wirtin, dass die Abenteurer in ihr ihre Führerin sahen. Mit einer geschickten Bewegung schwang sie sich mit ihrer Hellebarde über die Brücke, wie eine Athletin in der Arena. Ein Ausgang tat sich auf, doch die anderen entschieden sich für den sicheren Rückweg zur Taverne. Mit einem Seil gesichert und etwas Glück wagte die Wirtin den Rückweg über die Brücke. Münzen und Edelsteine waren der Lohn für einen ereignisreichen Tag. Die Erschöpfung ist spürbar und die Gedanken der Wirtin schweifen zur Rückkehr der Kutsche. Warum durfte sie nicht mit? Diese Frage begleitete sie, während sie in der Dunkelheit des Dry Dock Inns die Abenteuer von Stonehell niederschrieb. Kapitel 2: Blutsaugende Vögel und der Raum des Unbehagens. Der Regen hatte nachgelassen, als sich die Gruppe weiter in die Tiefen von Stonehell vorwagte. Die feuchte Kälte der Höhle kroch durch die Kleidung der Abenteurer, während ihre Fackeln den dunklen Pfad erhellten. Die Wirtin spürte die Spannung in der Luft, als sie mit Fadi, Götz, Frederick, Ophelia, der Druidin Sandra und Shadow weiter in das unbekannte Labyrinth vordrang. Die nächste Herausforderung wartete in einem Raum mit einem verwitterten Altar, auf dem Vögel saßen. Ophelia, die begabte Spurenleserin der Gruppe, erkannte die Möglichkeit, nach Edelsteinen zu suchen. Doch die Vögel, offenbar von blutsaugender Natur, fühlten sich durch ihre Anwesenheit gestört. In der dunklen Kammer entbrannte ein kurzer, aber heftiger Kampf, bei dem die Wirtin mit beeindruckender Eleganz ihre Hellebarde schwang und die anderen ihre Geschicklichkeit einsetzten, um die geflügelten Angreifer abzuwehren. Am Ende siegten die Abenteurer, wenn auch nicht ohne Blessuren. Nach diesem Kampf beschlossen sie, weiter in die Dunkelheit vorzudringen. Eine unheilvolle Aura umgab einen Raum, der mit schwarzen Wassermassen gefüllt war, über die eine brüchige Brücke führte. Die Abenteurer überlegten kurz,
wie sie diese gefährliche Passage meistern sollten. Die Wirtin, die noch von der Überquerung der vorherigen Brücke inspiriert war, schlug vor, sich mit Seilen zu sichern. Einige zögerten, aber schließlich stimmten alle zu. Spannung lag in der Luft, als die Gruppe die brüchige Brücke überquerte. Die Wirtin ging voran. Jeder Schritt auf der morschen Konstruktion wurde sorgfältig abgewogen. Das schwarze Wasser unter ihnen wirkte bedrohlich. Der Raum schien vor Unruhe zu knistern. Doch die Abenteurer meisterten die Herausforderung und die Wirtin fühlte sich in ihrer Rolle als Anführerin bestätigt. Die Dunkelheit von Stonehell barg noch mehr Geheimnisse und die Gruppe stieß auf einen Raum, der von einem unheimlichen Glühen erfüllt war. Seltsame Symbole zierten die Wände und die Luft war schwer von einer undefinierbaren Energie. Die Druidin Sandra spürte die Magie in der Luft und warnte vor möglichen Gefahren. Dennoch beschlossen sie, weiterzugehen. Die Neugier trieb sie an. Wieder entbrannte ein Kampf gegen unheimliche Kreaturen, die sich von der dunklen Energie zu nähren schienen. Die Wirtin führte ihre Gefährten geschickt und gemeinsam besiegten sie die geheimnisvollen Wesen. Der Raum des Unbehagens lag hinter ihnen, doch die Spuren der Magie hallten noch nach. Voller Schätze und Erlebnisse kehrten die Abenteurer aus den Tiefen von Stonehell zurück. Die Wirtin fühlte den Stolz der Gemeinschaft, die diese Herausforderungen gemeinsam gemeistert hatte. Im Dunkeln des Dry Dock Inn saß sie und ließ die Ereignisse des Tages Revue passieren, während draußen der Regen leise an die Fenster prasselte. Kapitel 3: Entdeckungen und die Sehnsucht nach der Kutsche. Die Rückkehr aus den Tiefen von Stonehell war ein mühsamer Aufstieg durch die verwinkelten Gänge der Höhle. Die Fackeln flackerten und die Schatten der Abenteurer warfen gespenstische Umrisse an die feuchten Wände. Die Wirtin, Fadi, Götz, Frederick, Ophelia, die Druidin Sandra und Shadow trugen die Früchte ihrer Entdeckungen und Siege. Münzen klimperten in den Beuteln, Edelsteine funkelten im fahlen Licht der Fackeln. Erschöpfung lag wie eine schwere Decke über der Gruppe, als sie endlich wieder das Tageslicht erreichten. Die Wirtin spürte die Sehnsucht nach der warmen Taverne und ihrer guten Freundin, die sie während dieses Abenteuers so sehr vermisst hatte. Die Gedanken der Reisenden schweiften ab zur Rückkehr der Kutsche, die sie in die vertraute Umgebung des Dry Dock Inn bringen würde. Die Wirtin ließ ihren Blick über die Schätze schweifen, die sie mitgebracht hatte. Münzen glänzten in verschiedenen Währungen und Edelsteine funkelten in den Farben des Regenbogens. Die Gruppe hatte erfolgreich nach Reichtümern gesucht, aber die Wirtin spürte, dass der wahre Reichtum in den Banden der Freundschaft und der gemeinsamen Überwindung von Gefahren lag. In der Taverne angekommen, wurden die Funde ausgebreitet und begutachtet. Die Wirtin ließ sich trotz ihrer Erschöpfung von der Aufregung mitreißen und betrachtete die funkelnden Edelsteine und kunstvoll gearbeiteten Münzen. Geschichten wurden ausgetauscht und jeder Abenteurer trug seinen Teil zur epischen Erzählung von Stonehell Bay. Die Zeit schien stillzustehen, als die Wirtin mit der Feder über das Pergament fuhr, um die Geschichten aufzuschreiben. Die Ereignisse des Tages, die Kämpfe, die Entdeckungen und die kostbaren Schätze wurden festgehalten. Doch während sie die Worte niederschrieb, spürte sie die Leere, die ihre Freundin hinterlassen hatte. Ein Hauch von Melancholie legte sich über die Taverne. Die Sehnsucht nach der Rückkehr der Kutsche wuchs mit jeder Minute, die verging. Die Wirtin fragte sich, was Oriana und der dürre Zauberer wohl in der Ferne erlebten und ob sie ebenso sehnsüchtig auf ihre Rückkehr warteten. Der trostlose Klang des Regens draußen verstärkte das Gefühl der Einsamkeit. Und die Wirtin konnte nicht umhin, sich zu fragen, ob sie ihre Entscheidung, nicht an diesem Abenteuer teilzunehmen, vielleicht bereuen würde. Quietschend öffnete sich die Tavernentür und die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich auf den Eingang. Doch es war nicht die ersehnte Kutsche, sondern ein einzelner Reisender, der das Innere betrat. In der Hand einen Brief, auf den Lippen ein Lächeln. Die Wirtin erkannte Dornax, der zurückgekehrt war, um die Gruppe zu vervollständigen. Die Freude und Erleichterung in der Taverne war greifbar, als Dornax sich zu den anderen setzte und von seinen eigenen Abenteuern erzählte. Die Wirtin spürte, wie sich die Leere in ihrem Herzen langsam mit der Wärme der Gemeinschaft und der Vorfreude auf die Rückkehr der Freunde füllte. Die Geschichte von Stonehell war noch nicht zu Ende und die Feder der Wirtin wartete darauf, weitere Kapitel zu schreiben. Kapitel der Freundschaft, des Abenteuers und des ungewissen, aber aufregenden Weges, der noch vor ihnen lag.